Ja, vergangene Woche, da hatten wir recht viel Euphorie gehabt, aber davon ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu spüren. Hallo Joachim, die Verfassung der Märkte scheint relativ volatil zu sein und so auch die Stimmung der von uns befragten Marktteilnehmer, also zumindest die institutionellen Investoren, von denen 10% mal direkt wieder die Seite gewechselt haben. Wie erklärst du dir diese Bewegung? Was bedeutet das tatsächlich für den Aktienmarkt? Ja, Alter, schnelle Stimmungswechsel sind in den heutigen Zeiten tatsächlich genauso angesagt wie schnelle Positionswechsel. Man muss flexibel sein, offensichtlich. In der vergangenen Woche, da war ja ein Risiko aus dem Markt raus, das waren die US-Wahlen gewesen, aber jetzt sind natürlich andere Risiken wieder aufgetaucht am Horizont, der Brexit, die italienische Schuldensituation. Schauen wir mal auf die Grafik der institutionellen Investoren. Hier hat es einen Rückgang im Börse Frankfurt Sentiment Index gegeben und zwar recht ordentlich auf einen Stand von plus 23. Das ist etwas mehr als von vor 2 Wochen in etwa. Aber hier haben tatsächlich 10% aller Befragten die Seite gewechselt, obwohl es eigentlich zwischendurch keine guten Verkaufsgelegenheiten gab. Der DAX ist nicht mehr ein halbes Prozent seit unserer letzten Befragung ins Plus gegangen. Und so gesehen hat man hier doch offensichtlich sehr diszipliniert reagiert. Ja, und die Privatanleger, die scheinen sich ja überhaupt nicht vom Fleck rühren zu wollen. Was macht hier den Unterschied aus? Nun, der Unterschied ist der, dass man hier natürlich offensichtlich nicht so schnell reagiert hat, aber der Optimismus der Privatanleger war ja in der Vorwoche auch nicht so hoch wie bei den institutionellen. Wir haben bei den institutionellen Anlegern eine recht aktive Gruppe. Schauen wir uns die Privaten auf der Grafik an, da sehen wir 2 Punkte Rückgang jetzt auf einen Börse Frankfurt Sentiment Index von plus 21 und damit sind im Prinzip beide Lager aufeinander zugegangen. Was heißt das in der Summe? Ist das zu viel Optimismus für den Markt oder geht es gerade noch so? Es ist eigentlich immer noch ein bisschen zu viel Optimismus. Vor allen Dingen diejenigen, die jetzt nicht zum Zuge gekommen sind im Zuge von Aufwärtsbewegungen beim DAX. Es ist ja nicht viel gewesen in der vergangenen Woche, wie schon gesagt. Die werden also spätestens bei 11.600 Zählern sich wahrscheinlich wieder blicken lassen und werden sich sagen, naja, Hauptsache hier aus dem Markt rausgekommen. Aber wenn es hier weiter runtergeht, dann sieht es doch recht düster aus, zumal eine Investorenumfrage unter institutionellen Anlegern von BofA Merrill Lynch gezeigt hat, dass Europa hier nicht mehr die erste Wahl ist unter den Aktien. Gerade noch 1% netto der Fondsmanager sind bereit, Europa überzugewichten. Das heißt also, wir haben hier Kapitalabflüsse gesehen. Wir werden vielleicht noch weitere sehen. Und das bedeutet insgesamt leider nichts Gutes für den DAX, denn an der Unterseite hätten wir dann gerade mal die heimische Nachfrage, falls es hier in Richtung 11.000 gehen sollte. Danke für deine Einschätzung. Bis nächsten Mittwoch. Bis nächsten Mittwoch.